Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Es ist der 4.4.2019 und wir beschäftigen uns heute mit einer Frage, die ich die letzten Tage wirklich extrem oft gestellt bekommen habe. Es macht sich nämlich jetzt schon wieder langsam diese Fear of Missing Out breit, dass Leute jetzt tatsächlich denken, dass wir jetzt direkt den Übergang von Bärenmarkt zu Bullenmarkt in einem Satz geschafft haben und anscheinend in 2, 3 Wochen schon wieder auf die 20.000 zu rennen. Aufgrund dieser allgemeinen Panik und aufgrund dieser allgemeinen FOMO, dieses allgemeinen FOMO-Anfalls, habe ich mich entschlossen, dieses Thema kurz anzusprechen in Verbindung mit den Charts und generell euch einen kleinen Ausblick dazu zu geben, wie hier meine Meinung ist und wie ich mich darauf vorbereiten werde und auch derzeit vorbereite, ob wir jetzt denn wirklich mit dieser einen Wochenkerze oder einer Tageskerze diesen Downtrend verlassen haben. All das kommt jetzt in diesem Video und ich würde sagen, wir starten direkt damit los. Und wie immer mache ich die Facecam gerade aus, damit wir den Chart besser sehen und damit die Facecam eben keine Teile des Charts überdeckt. Wir starten hier jetzt konkret auf dem Weekly Chart und arbeiten uns dann weiter nach unten durch, um eben die interessanten Vorläufe im Preis hier genauer anzusehen und hier genauer durchzuchecken. Wie ihr alle mitbekommen habt, haben wir von diesem Bereich, das heißt von diesem Nachfragelevel / diesem Nachfragelevel, jetzt diesen großen Run gesehen am Weekly Chart. Das heißt, wir haben unser Low am 10. Dezember 2018 gesehen und haben jetzt hier ein High von $5.300 bei BitMEX erreicht. Wie sieht das Ganze jetzt Price Action technisch aus? Das ist jetzt ganz simpel und das machen wir jetzt erst in den ersten Schritten gleich hier. Wo ist unser wichtigster Punkt? Natürlich werden natürlich viele schon mitbekommen haben, diese Zone hier. Konkret gestaltet sich die Zone jetzt bei 5.800 bis 6.100, würde ich sogar eher nehmen als Anhaltspunkt, also die 6.000er Range, die uns im letzten Jahr wirklich so lange aufgehalten hat. Wir hatten hier einen Touch, 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 also knapp 5, 6 Touches, was diese horizontale Supportlinie schon extrem valide macht und wo auch der Ausgangspunkt sein wird, um dann zu bestimmen, ob wir jetzt wirklich einen längerfristigen Downtrend verlassen haben oder ob wir dann tatsächlich noch ein weiteres, tieferes Low sehen werden. Was wir hier jetzt auch immer machen, ist uns die Fibonacci Retracements anlegen. Das heißt, wir hatten hier diesen Abfall geformt, diesen Abschwung nach unten, diese große Preisbewegung nach unten und sind jetzt hier nach oben in diesen Bereich gekommen. Das heißt, ihr seht es eh schon am Chart, wir stoßen uns genau am 62% Retracement Level. Das heißt, das ist das Golden Pocket. Viele Leute, die jetzt nicht so chartaffin sind, nehmen die Fibonaccis, was ich so beobachtet habe, nehmen die Fibonaccis meistens nur in Uptrends her. Das heißt, der klassische Verwendungsbereich für Fibonaccis ist dieser hier, dass man sagt, okay, wir haben hier eine Trendwelle nach oben gesehen, wir haben jetzt hier eine Korrektur, wir kommen jetzt hier in dieses 62er% Retracement Ratio, das heißt diese Golden Pocket, wo sozusagen die größte Wahrscheinlichkeit ist, dass der Preis von diesem Bereich weiter nach oben steigen wird. Das machen die meisten. Die meisten machen es aber nicht im umgekehrten Sinne, so wie wir es jetzt gemacht haben. Was natürlich genauso hilfreich ist und was für mich teilweise sogar mehr hilfreicher ist, da man hier wirklich erkennen kann, okay, wie weit sind wir denn von der impulsiven Welle, also jetzt hat nichts mit Elliott Wave Theorie zu tun, sondern einfach der große Move geht nach unten, das heißt, der impulsive Move ist immer noch der Downtrend und hier ist jetzt bis auf Weiteres noch dieser Korrektur-Move, der sich jetzt hier am 62% Level stößt. Das Ganze können wir auch zum Beispiel hier ausprobieren. Wenn wir hier nach unten ziehen, sieht man, glaube ich, ganz schön diese Welle hier nach unten, Korrektur 62%. Hier genauso. Hauptwelle, Korrektur 62%. Hier, Hauptwelle, Korrektur 62%. Hier das gleiche nochmal. Also ihr seht schon, die Leute oder viele Trader werden euch 1000 Indikatoren auf den Chart packen und sagen,
okay, hier dieser Indikator steht so, dieser Indikator steht so, hier müsste Long gehen, hier müsste Short gehen, bla 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 bla. Im Prinzip hättet ihr eigentlich diesen ganzen Cycle nur mit Fibonaccis trainen können und natürlich alles jetzt auf Rückschaubasis. Im Endeffekt ist es natürlich im Moment um Vielfaches schwieriger, als jetzt rückwirkend zu sagen, oh, okay, wir haben hier 62% geformt, wir könnten hier Short gehen. Aber im Prinzip wäre es eigentlich das, die ganze Magic dahinter gewesen. Hauptwelle, Korrekturwelle, 62%, Hauptwelle, Korrekturwelle. Und hier erstmal, ja, die schlechte Nachricht. Hauptwelle, Korrekturwelle, 62%. Wie wird der Preis jetzt darauf reagieren? Das ist jetzt natürlich die große Frage und auch eine unserer Hauptfragen, um zu bestimmen, ob es denn für weiteres Abwärtsmomentum reicht. Zum jetzigen Zeitpunkt kann euch gesagt sein, für die ganzen Leute, die vor allem gestern schon in der Gruppe geschrieben haben, oh mein Gott, ich habe jetzt US-Tether gehalten und weiß jetzt nicht, ob ich jetzt noch kaufen soll oder nicht kaufen soll. Hier ist definitiv rein aus wahrscheinlichkeitstheoretischen Gründen nicht der beste Zeitpunkt, meine Position zu öffnen, da ihr schneller als ihr denken könnt mit minus 20 bis minus 30% aufwachen könntet. Heißt jetzt aber nicht, dass wir jetzt hier schon komplett ausschließen können, dass es sich hier wirklich um eine neue Gegenbewegung handelt. Aber dafür müssen wir ein, zwei Sachen beachten. Was wir auf alle Fälle sehen müssen, beziehungsweise sehen sollen, um eben von einem weiteren, von einer langhaltenden Trendumkehr auszugehen oder von einer langhaltenden Trendumkehr zu sprechen, oh, jetzt muss ich hier den Frame wechseln, ist eben, dass wir diesen Bereich halten können. Dieser Bereich hier hat den Markt, ich sehe dieses Level hier, das war der Ausgangspunkt, 1, 2, dieser Bereich hier hat den Markt langfristig nach unten gehalten. Das heißt, wenn wir uns das Ganze mit einer Linie anziehen, der Bereich im Preislevel 4200 hat konkret den Preis 125 Tage lang gekappt. Das heißt, das Level ist relevant. Wenn wir hier zurückkommen und wenn es sich wirklich um eine Trendumkehr handelt, dann sollten wir hier eine Reaktion sehen, eine starke Reaktion sehen der Bullen im Bereich 4200 und dann können wir konkret wirklich über Szenarien reden, die dieses Level übersteigen, diesen Bereich 4000, Blödsinn 4000, diesen Bereich 6000. Das wäre unser erster Anhaltspunkt. Pullbacks Richtung 4200 werde ich, keine Finanzberatung, auf alle Fälle kaufen. Sobald wir 4100 brechen und sobald wir in diese Range zurückgehen, gehe ich davon aus, dass wir tiefere Lows sehen. Solange wir hier drüber sind und solange wir hier Pullbacks haben, wäre ich daran interessiert, diese Pullbacks zu kaufen. Keine Finanzberatung. Hier können wir uns auch die Levels anziehen und ihr seht, von diesem großen Preisschwung haben wir hier eine Konfluenz auch mit einem 62% Fibonacci Retracement Ratio. Das wäre mal der erste Ausgangspunkt, das erste Szenario, auf das ich jetzt konkret schauen werde. Natürlich, es kann Szenarien geben, wo wir jetzt wirklich sagen, okay, wir haben jetzt zum Beispiel hier schon dieses erste Downleg gesehen von diesem großen Pump, das direkt wieder hier aufgekauft wurde, in diesem Nachfragelevel, in diesem Demand-Level. Natürlich, es kann Szenarien geben, die jetzt wirklich darauf ausgehen oder darauf ausgelegt werden, dass jetzt hier wirklich komplett alles außer Kontrolle gerät und dass wir hier kein Retracement sehen und direkt ein nächstes Leg sehen zum Bereich 6100 hoch. Das wäre dann nochmal ein Schub von 21%. Was ihr euch aber fragen müsst, ist gegeben den vorherrschenden Preisbedingungen, das heißt, dass wir jetzt bereits einen 50%igen Anstieg gesehen haben von diesem Low und dass wir jetzt an einem 62% Fibonacci Retracement sitzen, macht es das für euch oder ist für euch hier das Risiko gegeben, hier noch zu spekulieren, dass wir auf die 6000 rennen? Ihr würdet hier 22% Gewinn wahrscheinlich erzielen wollen, wenn ihr das jetzt wirklich auf diese Area ausrichten würdet, was ihr machen müsstet, weil das einfach der höchste Bereich wäre, wo wir jetzt wirklich den Trend sehen können. Und euer Stopp wäre irgendwo in diesem Bereich. Also ihr seht schon, egal wie ihr es dreht und wendet, die Risk-to-Reward-Ratio wird nicht besser. Also die wird auf keinen Fall besser, wenn wir das jetzt zum Beispiel hier vergleichen. Natürlich wieder alles rückblickend gesehen. Es ist natürlich immer schwieriger, das in Live-Zeit zu machen.
wenn ihr wirklich jetzt hier eingestiegen wärt und sagt, okay, was soll passieren? Wenn wir dieses Low aus dem Markt nehmen, dann verliere ich 10%. Aber ich gehe ja davon aus, dass wir die 6.000 treffen. Dann seht ihr schon, habt ihr hier eine Reward-Ratio von 7, wo es natürlich definitiv mehr Sinn macht, hier nach unten zu kaufen. Wie gesagt, das wäre der erste Anhaltspunkt. Und wir finden uns jetzt hier wieder im Jahre 2014-2015. Das hier vor uns ist der Goldchart. Für alle, die den Ticker nicht kennen, XAU USD. Könnt euch das gerne mal auf TradingView selber zu Gemüte führen. Und das war so der letzte große Bärenmarkt sozusagen im Goldbereich. Es lässt sich immer noch darüber streiten, ob das jetzt ein Bullenmarkt ist oder ein Bärenmarkt. Auf alle Fälle denke ich, wisst ihr, was ich implizieren will. Hier kann man von diesem großen Downtrend sprechen, also hier eine Korrektur, Schrägstrich Bärenmarkt. Ich verwende diese Ausdrücke immer ungern. Für mich gibt es entweder Uptrend oder Downtrend, das heißt Aufwärtstrend oder Abwärtstrend. Ausdrücke wie Bärenmarkt, Bullenmarkt sind immer sehr subjektiv und sehr definitionsabhängig. Auf alle Fälle denke ich, könnt ihr euch dieses Muster irgendwie bekannt vorkommen. Also wenn wir das mit dem Bitcoin vergleichen, so auf Fractal Basis, sieht das so ähnlich aus wie unser 6000er Bereich beim Bitcoin. Und auch hier im Goldbereich haben wir hier kurzfristig einen Boden geformt. Drücken jetzt hier kurz auf Play. Was ihr jetzt sehen werdet, ist nämlich so ein Szenario, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte, was bei Bitcoin noch passieren wird. Drücke hier auf Play. Okay, jetzt bin ich leicht ein wenig langsam. Dann haben wir diese große Candle. Das war jetzt, könnte man irgendwie gleichsetzen mit der Candle, die wir jetzt beim Bitcoin sehen. Nur, dass die jetzt direkt auf den 6000er Bereich hochbrennt. Nächste Weekly Candle direkt wieder Korrektur. Aber noch nichts Großartiges, das heißt Konsolidierung. Sprich, wenn wir das Ganze auf Fractal Basis jetzt uns anschauen, könnte das wirklich jetzt unsere Bitcoin Candle sein. Das ist die nächste Weekly Candle, das heißt, wir bleiben im Bereich 5000, gehen dann runter mit dieser Weekly Candle auf 4200, 4300, einfach die erste kleine Korrektur, kommen dann zu diesem Ausbruchspunkt zurück bei Bitcoin. Und was dann passiert, seht ihr gleich. Das heißt, hier wäre das Demand Level. Das wäre der Bereich 4200 auf Fractal Basis bei Bitcoin. Sehen hier eine nette Reaktion und dann passiert Folgendes. Ich probiere es jetzt gleich nochmal ein wenig schneller zu stellen. Seht ihr das? Dieser lange Wick. Hier kommen die Käufer in den Markt, hier in diesem Demand-Bereich. Und jetzt ist es interessant. Sprich, 6000er Retest wäre das bei uns. Alle total euphorisch. Ja, Bärenmarkt vorbei. Wir gehen jetzt alle hier all in long. Ich hoffe, es ist nicht zu langsam von der Einstellung. Aber wenn man es zu schnell macht, dann sieht man immer gar nichts. Und dann passiert Folgendes: Retest, Sell-off. Diese Lows werden aus dem Markt genommen. Ich drücke jetzt hier kurz nochmal Stopp, um das Ganze verständlicher zu machen. Sprich, Markt kommt hier zurück, Leute kaufen nochmal, sieht man hier in diesem Wick. Dann kommen wir hier hoch, sehen diesen Retest von diesem Bereich, der hier bei Gold auch zu einem ja, sehr, sehr signifikanten Level wurde, Schrägstrich Bitcoin 6000er Level. Wir sehen diesen Retest, die Leute sind extrem euphorisch, jetzt auch im Vergleich auf den Bitcoin-Markt bezogen. Die Leute sind extrem euphorisch. Jeder geht schon davon aus, dass es jetzt hier weiter nach oben gehen wird. Ich meine, es sieht preistechnisch wirklich ähnlich aus wie beim Bitcoin. Und dann kommt nochmal dieser Shakeout. Das heißt, jeder, der hier long war oder der hier bereits Position aufgebaut hat in diesem Markt, der wird hier ausgestoppt. Das heißt, die Leute werden alle gezwungen, ihre Position zu liquidieren und werden hier konkret ausgestoppt. Und es ist jetzt nochmal wirklich diese komplette Depressionsphase. Also ihr kennt diese Begriffe, Depressionsphase, Sucker's Rally und so weiter. Also wirklich, jeder, der hier noch nicht depressiv war, also der hier noch nicht diese Marktdepression gespürt hat durch diesen langen Bärenmarkt und der hier immer noch im Markt war und immer noch davon überzeugt war, dass jetzt hier der richtige Zeitpunkt war einzusteigen, der wird hier wirklich sehr depressiv werden, weil der hat sich jetzt wirklich gedacht, okay, wir formen jetzt hier wirklich diesen schönen Uptrend. Wochenlang kommen hier hoch und sehen dann nochmal diesen großen Abfall, dieses große Retracement. Ja, was passiert danach? Macht jetzt ein wenig schneller. Nehmen dieses Low aus dem Markt, seht ihr das? Und schließen
Noch nicht darüber. Ich zeichne es jetzt hier ein. So. Konsolidieren erstmal. Konsolidieren, konsolidieren, konsolidieren. Und dann geht's richtig los. Ja, was können wir jetzt noch weitermachen? Auf alle Fälle seht ihr, was passiert. Das war dann wirklich der Punkt, wo sozusagen dieser Bärenmarkt zu Ende war im Goldbereich und wo dann wirklich der Bereich 6000 bei Bitcoin, ich referiere mal zu Bitcoin-Preisen, der Bruch erfolgt ist. Das heißt, es sieht erschreckend ähnlich aus. Das heißt, hier dieses Leg nach oben in unseren 6000er-Bereich. Ein Shakeout, der wirklich jeden, der noch irgendwie optimistisch war und der noch irgendwie von einem Bullenmarkt 2019 gesprochen hat, aus dem Markt nimmt und dann das richtige Leg, wo die meisten Leute dann schon nicht mehr dabei sind und dann der Bruch über diese starke Resistance-Zone. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, lasst mir gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Um euch vielleicht kurz ein wenig in der Euphorie zu bremsen oder mal kurz die Euphorie rauszunehmen oder eure Angst zu nehmen, jetzt irgendwie was Großartiges verpasst zu haben. Sollte das jetzt hier wirklich total außer Kontrolle geraten, wird es noch genügend Einstiegspunkte geben, die man finden wird, um auch wirklich die langfristigen Swings mitzunehmen. Bis jetzt ist noch nicht wahnsinnig viel erreicht, das sollte euch im Klaren sein und ich würde sagen, ich bedanke mich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video.